Planung und Bauleitung. Ingenieurbüro Behringer und Partner in Mühldorf am Inn. Flüssiger Verkehr an vielbefahrenen Hauptstraßen und eine deutliche Reduzierung des Schwerlastverkehrs durch den Ort. Das sind die beiden großen Themen für die Marktgemeinde Marktl. Den Verkehrsfluss verbessern. Dieses Ziel wurde mittlerweile erreicht. Christoph Feuchtgruber ist Bereichsleiter der ausführenden Baufirma Switelski und zuständig für die Region zwischen Burghausen und Spiegelau. Er erklärt die Verbesserungen im Verkehrsfluss durch den neuen Kreisverkehr im Marktler Süden. Wieso wurde er gebaut? Es ist natürlich eine zuvor als Beispiel von Heiming kommend, wenn man links abbiegen war zur Autobahn oder Richtung Burghausen, war es meist nicht möglich oder kaum möglich oder nur immensen Einsatz, hier aus der Kreisstraße rauszukommen. Und ein Kreisverkehr lässt einfach den Verkehr fließen. Switelski ist der Straßenbaupartner Nummer 1 für Hoch- und Tiefbau. Wie genau wurde denn die Straße aufgebaut? Die Problematik dass der Kreisverkehr, der neue Kreisverkehr, circa einen Meter tiefer liegt gegenüber der alten bestehenden Kreisstraße. Natürlich der Verkehr, die Abwicklung, diese Bauphasen, die wir ja letztendlich, wie man in den Medien auch gelesen hat, können, der letzte Schuss oder Schluss in einer fünfwöchigen Vollsperrung gebaut haben. Fast 5 Wochen war die Hauptstraße von Süden her vollständig gesperrt. Nur so war es allerdings möglich, die Baustelle vor dem Zeitplan fertigzustellen. Die Alternative hätte den Verkehr weitaus länger eingeschränkt, so Christoph Feuchtgruber. Damit die Arbeiten so schnell wie möglich abgeschlossen werden können, wurde auch der Personaleinsatz an dieser Baustelle deutlich erhöht. Also in der Anzahl der Leute kann ich es gar nicht genau sagen, es war immer unterschiedlich. Man musste natürlich Arbeiten sukzessive erledigen, sprich aus dem Untergrund sich nach oben arbeiten. Aber es waren bis zu 5 Bagger im Einsatz, entsprechendes Personal dabei. Dadurch wurden in dieser kurzen Zeit viele Arbeiten tatsächlich parallel geleistet. Ansonsten hätte es keine Vollsperrung gegeben, wäre das eine mehrmonatige Bauphase gewesen. Switelski, das ist ein klassisches Unternehmen für die Berufe rund um Hoch- und Tiefbau. Straßenbau ist ein Berufsfeld mit Zukunft. Wir können jederzeit Fachkräfte gebrauchen. Im Ausbildungsbereich haben wir heuer in Burghausen leider keine neuen Auszubildenden. Wir haben 2 Lehrlinge, die noch in der Lehre sind, aber wir würden gerne wieder welche dazu nehmen. Die Arbeiten wurden gemeinsam von den Bauherren, dem Landkreis Altötting und der Marktgemeinde Marktl getragen. Christoph Feuchtgruber sieht die Arbeit seines Teams im Dienst für die gesamte Bevölkerung. Was ist hier genau entstanden? Es ist ein Kreisverkehr am Knotenpunkt in Marktl entstanden, mit Anbindung eines neuen Gewerbegebietes im Südosten des Marktes und damit ein auch aus unserer Sicht ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Damit die reibungslose Umsetzung von Baustellen in dieser Größe gelingen kann, dafür braucht es ein gutes Miteinanderarbeiten von Planung und Ausführung. Für den Kreisverkehr Marktl war es das Mühldorfer Planungsbüro Behringer gemeinsam mit dem Straßenbauamt Traunstein und den Vertretern der Kommunen. Für Christoph Feuchtgruber ist eine erfahrene partnerschaftliche Zusammenarbeit der Schlüssel zum Erfolg. So ist es und das ist uns und mir immer das Wichtigste. Wir bauen nicht für uns, sondern wir bauen für einen Auftraggeber, wir bauen für die Bevölkerung und wir bauen mit Partnern. Und wir wollen und wünschen und legen großen Wert darauf, eine partnerschaftliche Abwicklung. Und diese hat auch hier wieder, Gott sei Dank, hervorragend funktioniert. Nun heißt es wieder zügige Fahrt durch Marktl. An dem zweiten Ziel der Reduktion der hohen Frequenz von Lastwagen, daran wird noch weiter gearbeitet. Planung und Bauleitung. Ingenieurbüro Behringer und Partner in Mühldorf am Inn.